Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Oliver Hilburger. Ich bin Vorsitzender der alternativen Gewerkschaft Zentrum Automobil, Betriebsrat bei der Daimler AG im Stammwerk Stuttgart-Unterzürkheim. Mit mir heute Abend gemeinsam ist mein Vorstandsmitglied Horst Schmidt. Guten Abend. Betriebsrat bei Opel in Rüsselsheim und Tobias Gerstner, Betriebsrat bei Daimler in Rastatt. Hallo, guten Abend. So, wir werden uns heute Abend mal ein bisschen mit den Themen beschäftigen, der Auswirkungen der Entscheidungen der Politik mit dem Shutdown, was wir von Anfang an so begleitet haben. Ich würde mal für uns in Anspruch nehmen, dass wir da sehr früh auch über diese Entscheidung, dass wir halt einmal daheim bleiben und dass wir Kurzarbeitergeld kriegen, über die Folgen nachgedacht haben. Ich würde jetzt nicht für uns in Anspruch nehmen wollen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber ich glaube, dass es dringend Not tut, Entscheidungen in dieser Auswirkung erstmal realistisch einzuschätzen und dann gegebenenfalls daraus Handlungsfelder abzuleiten und aus meiner ganz persönlichen Sicht auch die Vernunft und den Realitätssinn wieder Einzug in das Feld zu ermöglichen. Horst? Ja, wir haben uns heute Abend ja sowieso hier zusammengesetzt, weil wir im Moment ja angefangen haben, mal ein paar Podcasts aufzunehmen. Und das wollen wir jetzt auch ein bisschen mit den normalen Medien, also mit den Medien erweitern. Ich habe im Moment halt die Schwierigkeit, als Betriebsräte die Leute jetzt an den Bändern zu erreichen. Wir benutzen jetzt eben diesen Weg, damit der Kontakt nicht ganz abreißt. Und du hast es schon richtig gesagt, das sind wirre Zeiten. Ja. Jeder, der im Moment jetzt mal in Kurzarbeit geschickt wurde, hat wahrscheinlich vielleicht das gar nicht so als schlimm empfunden. Ich dachte, oh, das Wetter ist schön, habe ein paar Tage frei. Ich glaube aber mittlerweile wird es jedem auffallen, dass das nicht nur kein normaler Zustand ist. Ja. Der Zustand ist, weiß Gott, nicht normal. Das mag vielleicht die erste Woche ganz lustig sein. Später merkt man es dann. Ne. Man hat weniger Geld in der Tasche. Man kann im Moment keine Restaurants aufsuchen überhaupt. Wie gesagt, der Shutdown ist überall. Und die Situation, ja genau, das ist eigentlich der Grund, warum wir uns jetzt heute mal zusammengesetzt haben. Nicht, weil wir hier jetzt die Welt belehren wollen, sondern wir wollen eigentlich mal beleuchten, wo wir sind und wie es jetzt weitergehen kann. Also wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Primär, wie erreichen wir unsere Kollegen? Es kommen viel besorgte Anrufe, auch viele Fragen, weil sich ganz vieles verändert hat. Sowas wie diese Situation, die wir gerade erleben, gab es noch nie. Die Leute verfolgen natürlich auch die Nachrichten. Es gibt eine hohe Aufmerksamkeit, würde ich es mal das so nennen. Und es geht an uns nicht vorbei. Und das war im Prinzip, wie gesagt, aus der Not eine Tugend. Wie erreichen wir unsere Kollegen? Wie erreichen wir unsere Mitglieder? Aus dem ist entstanden, dass die Leute weitergeschickt haben. Dann gab es positive Resonanz. Und wir verfolgen das Ganze. Und ich sehe das für uns auch als wichtig an, dass wir eine Lagebeurteilung machen. Und wir sind aber ja nicht nur als Gewerkschaft da, um eine Lage zu beurteilen, sondern wir müssen natürlich auch Forderungen und Schlussfolgerungen daraus entwickeln. Die haben wir und es ist ganz interessant. Als alternative Gewerkschaft haben wir eben auch einen ganz anderen Ansatz. Und die Auswirkungen, die jetzt möglicherweise auf uns zukommen in der Dramatik, sind eben nicht nur eine Folge dieses Shutdowns und dieser Pandemie, die uns da jetzt quasi überrannt hat, sondern da gibt es Verantwortliche, da gibt es auch Fehler, die man begangen hat, nach unserer Einschätzung. Und es muss ja dann im Prinzip die logische Konsequenz aus dem Ganzen sein, dass man auch überlegt, was ist falsch gelaufen und was können wir für die Zukunft besser machen. Und da sehe ich zumindest in der öffentlichen Debatte und auch bei regierenden Verantwortlichen, in der Presse, in dem gesamten politischen Establishment, weit und breit niemand, der die Folgen so abschätzt, wie wir das tun und die zwingende Logik in der Sache dann eben auch die zukünftigen Handlungsfeldern ableitet. Tobias. Ja gut, die Abschätzung natürlich, wenn man eine Maßnahme einleitet, das eine ist natürlich der Schutz der Gesundheit. Aber natürlich werden daraus irgendwelche Maßnahmen resultieren. Ja? Auf die sollte man natürlich vorbereitet sein. Oder zumindest mal so weit, dass man es überschauen kann. Ich meine, man sieht ja daran, dass sich die Experte, ob das IFO-Institut ist oder ob das ein Dudenhöfer ist, also jetzt auf die Automobilindustrie bezogen,
dass die sind sich ja auch nicht einig, weil es einfach so weitreichende Folge haben wird, ja, dass es sich nicht klar abschätzen lässt, ja, weil da hängt so viel dran durch diese Globalisierung, diese Firmen in andere Länder, wie lange können die das durchstehen, wenn die abgeschaltet haben. Das lässt sich ja noch gar nicht so wirklich abschätzen, ja, da sind noch viele Überraschungen möglich. Aber wie gesagt, soweit, dass man das überblicken kann, sollte man sich natürlich darüber bewusst sein, dass es hier nicht um 14 Tage Urlaub, Betriebsruhe geht und danach fahren wir wieder an, ja? Ja. Und es geht los und dann das wird andere Auswirkungen haben, ganz klar. Es wird ja oftmals so der Vergleich gezogen zu der Krise in 2008, 2009, wo es ja auch schon Kurzarbeit gab, aber ich glaube, wir haben eine ganz andere Qualität und ich bin mir auch sicher, jetzt 3-4 Wochen nach den ersten Entscheidungen, die uns ganz direkt getroffen haben, mit Blockpause und Beginn der Kurzarbeit, dass das jetzt doch mehr und mehr ins Bewusstsein auch unserer Kollegen kommt, dass wir in einer ganz anderen Situation uns jetzt befinden. Das liegt ja mit auch daran, ja, dass die jetzige Situation rein auf die Corona-Krise runtergebrochen wird, aber die angeknackste Wirtschaftslage wird gar nicht beachtet. Ja. Also das spielt ja damit rein, das unterscheidet das natürlich schon mal, ja, weil damals hatte man nur die Wirtschaft, jetzt haben wir alles auf Corona, aber wir waren ja eh schon in der Automobilindustrie zumindest, ja, hatte man eh schon einen Knacks weg, da war ja eh zu erwarten, ja, dass da ein Einbruch, ja, mehr oder minder stark zumindest kommen wird. Ja, also ich würde das aufgreifen wollen. Wir haben in der Automobilindustrie ja die Debatte schon mindestens seit 1,5 Jahren so, gefühlt 2 Jahre, wir schon ein bisschen länger, aber dass es auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit ankam, mit diesem Hype um diese batteriebetriebene Elektromobilität unter dem Stichwort Transformation. Und auch da hat man erkennen können, Es gibt mittlerweile gar nicht mehr das, was wir vielleicht noch in der Schule früher gelernt haben, der freie Markt, die freie Marktwirtschaft, also Nachfrage und Angebot muss in einem Verhältnis stehen. Wir leben in einer Zeit, schon vor Corona, wo wir eher ein Wirtschaftssystem etablieren haben lassen, das an Planwirtschaft erinnert. Und da ist das Stichwort CO2 und die ganzen Vorgaben und Strafzahlungen ein Paradebeispiel. Und wir haben das ja alle erlebt, dass dort erkennbar war, dass das diese Vorgaben von politischen Kreisen ja entschieden, die sind ja vom Himmel gefallen, die wurden entschieden, man hat es erduldet, zum Verlust von Zehntausenden, manche reden von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen führen wird, gleichzeitig Milliarden von Investitionen und Subventionen umgestaltet wurden. Also die Sowjetunion hat es ähnlich versucht in einer planwirtschaftlichen, zentralistischen Steuerung. Das war ja im Prinzip unser Thema noch bis vor kurzem. Und auf dieses Feld kam jetzt eben diese Entscheidungen des Shutdowns, einfach um es mal für uns auch einzuordnen. Ich habe die politischen Entscheidungsträger immer so verstanden, das muss jetzt gemacht werden, weil man den Infektionsweg quasi und diese explosionshafte Vermehrung unterbinden will. Daher müssen quasi Sozialkontakte vermieden werden. Im absolut Idealfall bleiben alle zu Hause. Die logische Konsequenz ist natürlich, dass die Leute dann auch nicht arbeiten gehen können. So, und die Firmen, aus denen wir kommen, haben am Anfang das auch so vermittelt. Das ist jetzt ihr gesellschaftlicher Beitrag, damit eben genau diese politische Vorgabe, dass wir alle zu Hause bleiben, auch umgesetzt werden kann. Und ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, also das mag 50% der Wahrheit sein, aber 50% der anderen Wahrheit ist, dass auch durch diese Maßnahmen, die ja nicht nur in Deutschland getroffen werden, sondern weltweit, Produktionsketten, die global organisiert sind, ins Straucheln kommen und zu einer verheerenden Kettenreaktion führen wird, ja. Beziehungsweise führt. Ja, Oliver, das ist aber so. Also ich sage das immer, das sind die Jahre der heißen Nadel. Ja, also es hat ja damit begonnen, dass VW aufgefallen ist in den USA, dass sie Mogelsoftware benutzt haben, um ihre Werte hinzubekommen. Demzufolge, sage ich mal, wir machen mal einen Schnelldurchlauf, kam dann eine Klimabewegung hier rein, die Greta-Bewegung, Fridays for Future und so weiter und so fort. Die Absatzzahlen sind alle zusammengebrochen. Ja. Dann kam schon natürlich, wenn die Absatzzahlen zurückgehen, waren wir damals schon natürlich in Gesprächen, was macht man jetzt mit den Leuten, ne? Wenn wir nicht mehr so viele Autos bauen können, die wir auf den Markt bringen können, dann war auf einmal, wusste keiner mehr, ob er einen Diesel kaufen sollte. Dann kam wieder die heiße Nadel. Ja, genau, dann kam wieder die heiße Nadel. Und die heiße Nadel, das ist auch immer noch die Idee der heißen Nadel. Wir haben im Moment nichts in der Schublade, wir gehen auf Elektro. Ja, das war auch so, ja, ruckzuck entschieden. Ja, da wurde auch überhaupt nichts mehr anderes dementiert. Und jetzt kam die Corona-Krise obendrauf. Ja, also schlechter kann es ja für den Industriezweig
Automobil gar nicht laufen. Was, wenn ich meine Produkte produzieren will, die auch verkaufen und ich sage schon mal, immer noch der größte Arbeitgeber in Deutschland bin, da haben wir natürlich ein Problem. Ja, aber das betrifft ja in dem Fall jetzt nicht nur die Autoindustrie. Ne? Das betrifft natürlich die Zulieferer, das sind ja die Größen wie jetzt BMW, Opel, ne, Daimler. Das sind kleine Betriebe, die sowas machen. Das sind die ersten, die ins Gras beißen bei solchen Sachen. Jetzt frage ich mich nämlich, wenn ich nichts erwirtschafte und bezahle meine Löhne weiter, dann mag das eine Zeit lang gehen, mit Hilfe des Staates, der das über Kurzarbeitergeld finanziert. Aber wie lange will ich denn das aushalten? Und da muss, die Frage ist natürlich an den Staat. Also die hatten ja die ganze Zeit niemals Geld gehabt. Plötzlich haben wir Geld für all diese Dinge, dass wir hier nichts erwirtschaften, aber hier Kurzarbeitergeld bezahlen, was wir sowieso selbst bezahlt haben mit unseren Steuern. Das heißt also, das, was ich in den Topf gemacht habe, geschmissen habe jeden Monat, das hole ich mir auf der anderen Seite jetzt wieder raus. Ne? Aber irgendwo kommt die Wertschöpfung ja her. Und ich weiß, also ich habe keine Antwort darauf, wo die Reise hingeht. Ich weiß bloß, dass die Autoindustrie jetzt schon wieder nach Exit ruft. Ne, kann man verstehen, ja natürlich, weil kein Mensch, der hier irgendein produzierendes Gewerbe hat, natürlich kann ich die Leute in Kurzarbeit schicken oder in Homeoffice, ja. Aber das Auto baut sich natürlich nicht von allein zusammen. Ne. Da brauche ich immer noch zwei Hände, ja. Und die können eben kein Homeoffice machen oder kein Kurzarbeit. Kurzarbeit, Homeoffice heißt, ich produziere nichts. Ich würde das schon gerne weiter aufmachen. Klar, wir sind jetzt natürlich mal primär betroffen über die Automobilindustrie, über das verarbeitende Gewerbe. Aber durch diese aus meiner Sicht unüberlegte Maßgaben des Shutdowns wird ja nicht nur die Automobilindustrie lahmgelegt, sondern der gesamte Wirtschaftskreislauf in Deutschland wird lahmgelegt. Und die größten Arbeitgeber, auf Einzelfirmen gebe ich dir recht, ist es sicherlich die Automobilindustrie und auch von der Wertschöpfung her. Aber bezogen auf Arbeitsplätze ist es nach wie vor der Mittelstand. Das sind es die Handwerker, das sind die Handwerksbetriebe, die Selbstständigen. Und die haben garantiert keine gesunde Decke, weil sie eben über Jahre und Jahrzehnte über Gängelungen, das gleiche, was die Automobilindustrie hat, ja auch oftmals an den Rand der Existenz gezogen hat. Ich sage da nur Vorgaben, Bürokratie, Freihandelszonen, der ökonomische Druck, den die Firmen haben, mal bezogen auf die Handwerker, als quasi die Meisterpflicht abgeschafft wurde von Handwerksbetrieben und damit quasi Betriebe aus ganz Europa und darüber hinweg auf dem heimischen Markt konkurrieren können, die jetzt aber dort nicht die Steuern zahlen müssen wie hier, etc. etc. So, aber ich bin ziemlich stark der Meinung, diese Auswirkungen, wir kriegen das ja alles mit. Wir haben ja alle im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, haben wir ja alles Kollegen, die anderweitige Berufe und Jobs nachgehen, das Gastronomiegewerbe. Die sind relativ schnell an ihrer existenziellen Krise. Der Friseurladen, der Bäckerladen, der kleine Handwerker. Ich habe einen Bekannten, der ist ein Fliesenleger, der hat zwar Aufträge, aber er kriegt keine Fliesen mehr her. Wie lange geht es? Da hilft ihm auch die angeblichen Kredite, die er da kriegt, relativ wenig, wenn er sie denn überhaupt kriegt. Also was ich damit sagen möchte, mit dieser Entscheidung wird eine komplette Volkswirtschaft an die Wand gefahren. So, und dann können wir uns darüber streiten, ob diese Beruhigungspillen Kurzarbeitergeld, die natürlich in der ersten Linie richtig sind und auch die finanzielle Zusagen und Firmen, um sie vor der Existenzvernichtung zu schützen, das mag richtig sein. Aber A, wo kommt das Geld her? Und B, wer zahlt die Zechen nachher? Und da ist unser Klientel mittlerweile eben nicht mehr so dumm, wie manch ein Politiker das gerne glaubt. Die Leute wissen ganz genau, irgendeiner wird diese Zeche zahlen müssen, weil der Widerspruch, dass wir jahrelang, jahrzehntelang gehört haben, wir sind zu teuer, wir müssen den Gürtel enger schnallen, wir müssen die Lebensarbeitszeit erhöhen, wir müssen das Rentenniveau senken, die Pflegeversicherung ist eingekommen, weil man sich die Pflege nicht mehr leisten können und so weiter und so fort. Das sind ja alles Maßnahmen, so sind wir quasi konditioniert in den letzten Jahren. Und auf einmal sind alle Schleusen offen, Gelder sind da, als wäre es überhaupt gar kein Problem. Da gibt es nur zwei Wahrheiten. Entweder wurden wir nicht wirklich mit der Wahrheit konfrontiert oder jetzt ist es eine Beruhigungsmaßnahme, weil die Not so groß ist und keiner hat eine Ahnung, was für eine Auswirkung das hat. Und das wollen wir uns heute Abend auch mal ein bisschen tiefer unterhalten. Was hat denn das möglicherweise für Auswirkungen? Und da werden wir auch das Feld eingreifen müssen. Was macht das mit dieser Gesellschaft? Was macht das überhaupt mit uns? Was kommt denn alles über die Hintertüre mit
Grundrechtseingriffe, die man in normalen Zeiten nicht einmal ansatzweise hätte über sich ergehen lassen. Die kommen jetzt einfach so, die sind einfach da. Also man hat den Eindruck, die totalitären Maßnahmen werden momentan sogar noch bejubelt. Und ich glaube, die Party wird bald vorbei sein, wenn die Leute mal begreifen, wo sie aufwachen. Gut, den Bogen jetzt wirtschaftlich, den würde ich sogar noch eins weiterspannen. Ja? Weil auch das, wenn im Moment noch kritisch und noch nicht abgeschlossen, wir werden ja noch andere europäische Länder mitretten. Ja, wir zahlen ja nicht nur unsere Zeche, wir zahlen ja auch noch für andere Länder. Ja? Weil wir haben ja Länder, die sind weit tiefer am Abgrund. Ja? Spanien, Italien, Griechenland, das sehe ich, die sowieso schon vorher am Stock gingen. Ja? Auch da steht alles. So. Aber wir wollen ja diese EU erhalten. Oder wir müssen diese EU erhalten, laut so wie sie ist zumindest. Und das kommt ja nochmal obendrauf. Ja? Und ich meine, das also die politischen Entscheidungsträger, das politische Establishment sagt, die Europäische Union muss erhalten werden. In der jetzigen Form. In der jetzigen Form. Ja. Das ist dann ihr Mantra. Genau. Ja, und wie gesagt, auch die Zeche werden wir wieder mit Sicherheit bezahlen, wie üblich. Was man auch sagen muss, die Politik, weil jetzt Kellersch mit der, ja, die hat ja gerade auf die Automobilindustrie, aber halt auch mächtig eingedroschen. Ja? Wie gesagt, nicht nur die Fahrverbote, sondern keine Ahnung, da wurde auf einmal irgendwelche Autostreife zugemacht für den Radverkehr, was weiß ich. Die haben ja alles da dran gesetzt, dass wir wirklich geschwächt waren schon. So, was auch zu dem Dritten noch, wo du sagst, die Automobilindustrie, die haben ja einfach die Schule, die Kindergärten, die Kitas geschlossen. Ja? Jetzt sitzen die Leute natürlich, also als Erziehungsberechtigter oder als deine Kinder sind daheim, du hast gar keine Möglichkeit. Ich meine, auch das sag mal, war ein gewisser Druck, den die Politik da in die Richtung aufgebaut hat, dass die Firmen ihre Läden auch zumachen, also gerade die Industrie halt. Ja? Weil du natürlich, wenn ja morgen 500 Mitarbeiter nicht kommen, weil sie Kinder haben und die können es in der Reihe sitzen lassen, das macht da ein Großkonzern nicht einfach weg und produziert weiter. Ja? Also auch da ja, gab es halt die Maßnahme, wir machen jetzt bumm, fertig. Ja? Mhm. Wie hat er das serviert? Ob das in dem Maße jetzt notwendig war oder wirklich panische Reaktion oder ob man das hätte auch anders, das sei dahingestellt, aber das war einfach der Vorgang, der da war und das werden wir jetzt spüren und ausbauen. Also ich glaube, wir sind gut beraten, wenn man jetzt einfach sieht, das war jetzt eine oder ist eine weltweite Pandemie, da gibt es wenig Erfahrungswerte, wer hat da das richtige Konzept? Blicken wir mal nach hinten, diese Entscheidung, die wurde getroffen. Und jetzt muss man schnellstens überlegen, was für eine Auswirkung hat so eine Entscheidung, so eine politische Entscheidung und was wollen wir auf gar keinen Fall. So, und jetzt gibt es eben, es ist so mein Problem, das kennen wir ja auch schon bei der CO2-Debatte, dass es Experten gibt, die dann halt die Regierenden gern zur Rate ziehen, weil es halt in den politischen Duktus passt. Sind wir bei dem Thema Fahrverbote, die Deutschlands bekannteste Messstation im Stuttgarter Neckartor, wo ja diese Fahrverbote quasi die Grundlage gegeben hat. In Stuttgart ist der Verkehr fast im Erliegen gekommen und die Werte, die sind sogar schlechter, wie als die sauberen Diesel durchgefahren sind, könnte man es mal spöttisch sagen. Also, und der Flugbetrieb ist auch noch eingestellt. Also das ist quasi ein Offenbarungseid für all diejenigen, die Fakten fern vor schon diskutiert haben und diesen Kampf gegen diesen Verbrennungsmotor geführt haben. Das ist jetzt eben ein Beweis in dieser momentanen Situation, aber auf was ich raus will. Ich glaube, wir müssen einfach überlegen, da gibt es ja auch schon erste Stimmen, die das so sagen, politische Entscheidungsträger dürfen sich jetzt nicht nur von Experten, die ihnen wohlgesonnen sind, beraten lassen, sondern die müssen das Gemeinwohl im Auge haben. So, und dieses Gemeinwohl ist bei einem Shutdown eben offensichtlich nicht im Blick gewesen. So. Wer ist ein Experte für einen Shutdown? Hatten wir ja noch nicht. Experten, die wachsen eben wie Pilze im Wald. Ja, das heißt also, jeden Abend, wenn ich den Fernseher anmache, da sehe ich auf irgendeinem Kanal einen Experte oder einen Virologe. Ja, Gesichter, die noch nie jemand gesehen hat. Also die Zeit der Gewächsen, jeder darf was sagen. Ja. Und genau so ist das. Anders kann man das wirklich schon ausdrücken. Und man muss halt auch immer sehen, dass unter dem Deckmantel vom Virus jetzt Dinge eingeführt werden in einer Geschwindigkeit und werden nicht diskutiert und bei der Bevölkerung das merkwürdigerweise auch noch so aufgenommen wird, ja, das muss schon sein. Also der neueste Streich war jetzt das Aufweichen vom Arbeitszeitgesetz, ne? Dass man die Ruhezeiten von 11 Stunden auf 9 Stunden runtergesetzt hat und dass man jetzt auch 12 Stunden am Tag arbeiten darf und da sagen die, ja, nur für bestimmte Branchen. Da kann ich mich erinnern, so ging das mit den Leiharbeitern auch mal los. Die waren mal da, die Leiharbeiter, um Lastenspitzen abzufangen. Das war dann Gerhard Schröder sein Ding. Ja, die haben das dann eingeführt. Und was war das? Heute ist das an der Tagesordnung. Ja?
Und da sage ich immer, während den Anfängen, nämlich wer nimmt das nachher wieder zurück? Na, das will ich mal sehen. Das ist genauso wie der Solidaritätszuschlag, den haben sie mal ein Jahr zurückgenommen. Danach haben sie gedacht, Mann, das war doch ein tolles Ding. Und heute haben wir nicht mehr noch. Ne? Und genauso wird es auch sein, wenn ich das Arbeitszeitgesetz aufweiche oder überhaupt das ganze Grundgesetz im Moment in Frage stelle. Ne? Und keiner meutert. Ich wundere mich immer, wie leise das eigentlich, ja, wir sind schon ein friedliches Volk, muss ich immer sagen. Ne? Also was wir uns alles, oder Leid geprüft, ich weiß nicht, wie, ja, leidensfähig, das ist das richtige Wort. Und da wundere ich mich drüber und... Ja gut, da habe ich jetzt heute gerade einen interessanten Bericht von so einem Professor gelesen, der genau dieses Mal beleuchtet hat, wie entstehen denn diese verschiedenen Szenarien, ja, was ich abzeichne. Ja. Und er sagt halt auch, du, es bedarf immer gewisse Situationen oder gewisse Dinge, die angenommen werden. Ja. Die sind nicht wissenschaftlich belegt, das ist nicht faktisch, sondern man nimmt an das und auf Grundlage von diesem wird berechnet. Ja. Das heißt, da gibt es eine Studie, auch zu dem Coronavirus, ja, die nimmt an, ja, dass 50%, also irgendwie ein Kind infiziert oder ein Teil infiziert, dass das zweite Teil zu 50% sich nicht an die Quarantänevorschrift hält, sondern sich doch mit anderen Leuten trifft. Das wird einfach mal angenommen. Und das ist dann die Grundlage, wo irgendwas berechnet wird, ja, wo das herkommt. Ja. Und so geht es ja bei jedem Szenario, wo berechnet wird, ja, dass halt irgendetwas einfach mal vorausgesetzt wird. Und wenn das so wäre, könnte dies passieren. Faktwissenschaftlich hinterlegt, ist das ja keinster Weise. Wir haben ja das an anderer Stelle auch schon mal festgestellt, wir leben in einer Zeit, und ich hoffe, dass es nicht mir nur so geht, wo alternativlose Absolutionen verkündet werden, wie früher die katholische Kirche, und mit Weltuntergangsszenarien oder mit Horrormeldungen verbunden werden, um dann diese Maßnahmen quasi über sich ergehen zu lassen, weil wenn man da irgendwie sich dagegen erhebt oder mal kritisch nachfragt, wird man ja gleich mit dem Vorwurf konfrontiert, man würde quasi kein Interesse am Weltklima haben, man hätte kein Interesse an der Nachhaltigkeit, auch an der nächsten Generation hier noch leben können. Also auf Deutsch, man spielt mit extremen Ängsten, um Maßnahmen durchzugreifen, die mit diesen Ängsten verknüpft werden. Und wenn wir das nicht machen, dann geht hier alles unter. Und interessant ist, wo wir begonnen haben mit dem Ganzen, haben wir ja schon gemerkt, und ich habe das auch an der Stelle dann mit euch gemeinsam auch besprochen, es wäre unter medizinischen, aber auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten ja auch möglich gewesen, dass man diese sogenannten Risikogruppen hätte isoliert und unter Quarantäne gestellt. Und hätte dann quasi die ganz normale Bevölkerung, die gesund ist, diese Krankheit gegebenenfalls auch anfällig ist, durchleben lassen. Und so wäre eine Immunität entstanden. Das ist, nennen die Fachleute Herdenimmunität. Und damit, wenn dann quasi ein Großteil der Bevölkerung immunisiert ist, ist auch diese explosionshafte Verbreitung dieses Virus dann offensichtlich nicht mehr so schnell und nicht mehr so gefährlich, sodass also diese Krankenhauskapazitäten, was ja im Prinzip die Grundlage als Rechengröße darstellt, ausreichend sind, um auch schwere Krankheitsverläufe gegebenenfalls auch von den Risikogruppen dann quasi abzufedern. Es hätte aber bedeutet, dass 95% der Bevölkerung nach wie vor mit leichten Einschränkungen, Hygienemaßnahmen, vielleicht auch leichte Kontaktvermeidung, das hätte man ja alles machen können, aber viel seichtere Eingriffe, es hätte keine massive Grundrechtseingriffe ergeben müssen, nur für einen ganz besonderen Teil zum Schutz, weil sie zu einer Risikogruppe gehören. So, es wäre also alles möglich gewesen, das haben wir aber nicht gemacht. Und interessanterweise gibt es da ein geheimes und beziehungsweise nicht mehr geheimes Dokument aus dem Innenministerium, das glücklicherweise eingefordert wurde, dass das veröffentlicht wurde, dass es auch der Bevölkerung kundgetan werden kann. Und in dieser strategischen Bewertung von Experten, die da nicht namentlich genannt werden, wird eben dargelegt, wie muss man etwas vorbereiten, wenn man quasi drastische Maßnahmen ergreift, dass die Bevölkerung das mit sich bringt, mit sich erdulden lässt. Und es ist erschreckend, wenn man da so durchgeht, was da alles drinsteht. Also ich will das nicht komplett durch,
durchexerzieren, aber so im Großen steht eben drin, wir müssen ein dramatisches Bild zeigen und wir müssen Handlungsfähigkeit zeigen, wir müssen stark auftreten, alle gesellschaftlich relevante Kreise müssen an einem Strang ziehen, damit eben die Sicherheit der Bevölkerung wir gewinnen, weil ansonsten befürchten die, dass dort relativ schnell die Bevölkerung die bestehenden Institutionen ja, in Frage stellen, mindestens, die reden sogar teilweise von anarchischen Zuständen, wenn man das nicht so macht. Und da wird zum Beispiel auch statistische Möglichkeiten, wie man ein Bild zeichnen kann, dass die Leute halt auch in Angst und Schrecken versetzt. Es wurden Beispiele genannt von Kindern, das habe ich noch in Erinnerung, dass wenn Kinder, wie du dein Beispiel gerade sagtest, wenn die sich nicht dran halten an diese Vorgaben, dass sie dann schuld sind, wenn sie nicht die Hände sich waschen, wenn andere dann erkranken und möglicherweise sterben daran. Das sind erschreckende Gedanken, die dort fixiert wurden. Und eins hat's noch. Und wenn man das so durchliest, sieht man das, was wir die letzten 3 Wochen so gesehen haben. Alle blasen ins gleiche Horn. Die Regierung macht das alles richtig, dieser Shutdown ist alternativlos. Wer da was dagegen sagt, der gefährdet Menschenleben. Ja, und die ganze Republik fährt an die Wand. Überraschenderweise viele klatschen auch noch. Die Umfragewerte der CDU, ja, die steigen und steigen und steigen und steigen. Und ich bin mir ganz sicher, das ist wie immer so, wenn man etwas bestellt, dann schmeckt das Essen vielleicht am Anfang noch gut. Aber der Nachgang und vor allem die Rechnung kann möglicherweise ziemlich teuer werden. Und das ist unser Thema. Das zeigt ja, dass dieses Pamphlet wirkt. Ja? Weil wenn ich tatsächlich so dreist bin und sage, die größte Angst eines Menschen ist die zu ersticken. Ja. Wenn er stirbt, das, der Erstickungstod, das fürchten die meisten Menschen. Das muss man den Leuten vor Augen führen. Ja? Ja. Das haben die auch geschafft. Ja? Die Hofberichterstattung, eben, den öffentlich-rechtlichen Medien, ja, die eben alle in das gleiche Horn blasen. Wobei auch da mittlerweile jetzt viele Stimmen, selbst ZDF ja laut werden, die sagen, ich sage nicht, ja, hat länger gedauert, aber wird langsam, aber sicher, dass die Leute mal... Ich glaube, dass sie das am Anfang eben völlig überschätzt haben. Wir haben ziemlich früh darüber nachgedacht und auch das angesprochen. Die stellen sich das in ihren Elfenbeintürmen so leicht vor. Ja, wir schieben halt mal den Hebel rum, dann bleiben wir alle schön daheim, gehen auch nicht einkaufen, horten Klopapier und nach Ostern kommen wir alle wieder raus und dann geht die Welt von lustig wieder weiter. So, jeder, der sich auskennt, eins hat noch, jeder, der sich auskennt, der wusste, mit solchen Maßnahmen, das ist quasi wie ein Tsunami, die Auswirkung dieses kleinen Steinchens, der wird am Anfang noch gar nicht bemerkt, aber die Tsunami-Welle, die kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und das düngt den Ganzen jetzt so langsam, dass möglicherweise mit dieser Entscheidung etwas gestartet wurde, was sie nie wieder einfangen können. Und das ist im Prinzip auch die Sorge, die mich und die uns, glaube ich, auch umtreibt. Wir müssen so schnell wie möglich versuchen, in einem ganzheitlichen Blick zu erkennen, was läuft hier falsch? Und da gehen wir auch mal in ganz grundsätzliche Sachen. In dieser Phase erkennen wir, wie verheerend der Globalismus ist, wie verheerend die gesamte Durchökonomisierung weiter Lebensbereiche oder eigentlich faktisch gesehen aller Lebensbereiche ist. Antibiotika als Beispiel für die medizinische Versorgung wird in China oder im asiatischen Raum gemacht. Viele Medikamente kommen von da. Viele Sachgegenstände, die wir jetzt brauchen, kommen aus dem asiatischen Raum. Völlig überraschend, als hätte es keiner gewusst. Ganze Industriezweige sind in diesem Just-in-Time-Produktionsnetzwerk und in dieser billig Produktionsweise und alles Mögliche im Ausland, weil es da noch billiger ist, weil die Rendite befriedet werden kann. Was ich damit sagen möchte, dieser alle Lebensbereiche unter ökonomischen Gesichtspunkten zu betrachten, ist der Fehler und das Versagen der Politik. Weil die Konsequenz, wenn man das nicht so möchte, ist ja nur ein Zurückfahren der Globalisierung. Ein Betrachten von politischen Entscheidungsträgern. Nicht nur, dass Firmen ihre Rendite befrieden können an ihre Aktionäre und an die Reichen, sondern dass Firmen das Wirtschaften unter einer volkswirtschaftlichen Betrachtung natürlich für das Gemeinwohl auch zu dienen hat. So, und wir haben da schon darüber geredet. Jetzt werden Hunderte von Milliarden freigeschaufelt für Unternehmen. Ja, was ist denn die Konsequenz aus den Geldern? Also ich hätte da die Erwartungshaltung, dass auch politische Entscheidungsträger sagen, wir müssen das zurückrudern und eine Firma, die muss auch wieder Wert drauf legen, dass die Wertschöpfung zumindest im europäischen Raum ist und nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten, sondern auch unter volkswirtschaftlicher Verantwortung zu sehen ist. Und diese Erwartungshaltung habe ich an die Politik und das haben sie bisher nicht gemacht. Und das muss die Forderung von uns
an die politischen Kreise sein, dass das die Quintessenz sein muss, und zwar so schnell wie möglich. Also wie gesagt, letztendlich werden wir da uns, ob wir wollen oder nicht, mit auseinandersetzen wollen. Wenn es irgendwann einmal, und das wollen wir ja mal hoffen, zu dem Exit des Shutdowns kommt, dann kann das natürlich nur global passieren, es sei denn, es verändert sich grundlegend was. Ja? Weil wenn jetzt einfach nur Deutschland sagt, wir fahren wieder hoch, ja, dann steht man da und dreht Däumchen, weil das nämlich genau so ist, wie der Oliver gerade gesagt hat. Da kommen keine Teile bei, das ist nun mal so. Ich kann mich da noch dran erinnern, wo ich ein junger Mensch war, gab es immer noch diese kleinen Fernsehläden, ne, wo man Radio kaufen konnte und wo dann auch wirklich der Handwerker das Fernseher, wenn er kaputt war, hast du den da hingebracht, der hat den wieder repariert. Heute schmeißen die meisten Leute den weg und kaufen sich einen neuen. Ja. Und diese Läden, da war dann immer hier so ein großer silberner Aufkleber drauf und da stand da so ein Stempel drauf, Stempel Made in Germany. Das wurde damals überhaupt gar nicht geschrieben. Guck mal, der Mann, das ist ein Nazi, wo den Laden hat, das hat gar keiner gesagt. Das ist so eine Erfindung, wo man heute alles mundtot machen will damit. Aber damals war das tatsächlich so. Das war bei Telefunken drauf, kann ich mich erinnern und so weiter. So Firmen, wo es heute gar nicht mehr gibt. Und da habe ich den damals mal gefragt, den Verkäufer, was soll denn das da Made in Germany? Und da sagte der damals zu mir, das ist schon über 20 Jahre her. Da sagte der, ja, in diesem Fernseher, da sind über 40% Teile aus Deutschland drin. Das waren damals 40%, da war das Gütesiegel Made in Germany. Das Gütesiegel, das gibt es ja heute nicht mehr. Aber ich möchte nicht wissen in Prozenten, wie viel in unseren Produkten heute noch Made in Germany sind, ob das 40% sind, das wage ich mal laut zu bezweifeln. Und vor dem Hintergrund, dass das so ist, ist doch ganz klar, dass wir im Alleingang nicht hochfahren können. Auch nicht stufenweise, das wird nicht funktionieren. Und nur Dienstleistungen anzubieten, ja, die Dienstleistungen müssen auch bezahlt werden. Das heißt also, das Volksvermögen muss erwirtschaftet werden. Und das wird durch die Globalisierung verursacht, so nicht funktionieren. Dafür ist man viel zu abhängig in die ganze Welt hinein. So ist es. Du kommst aus diesem Shutdown auch nur global raus im Moment, ja? Aber diese Maßnahme zurückzufahren, das muss dann passieren. Jetzt das anzufangen, das funktioniert nicht, sonst kommst du nicht raus. Weil wir sind abhängig im Moment davon. Ja? Und wir müssen das, wenn wir irgendwas produzieren wollen, das ist stimmt. Wir können ja nicht, wir haben morgen hier keine Fabriken, die irgendwelche Teile produzieren. Ja? Die Frage ist, ob überhaupt die Politik und die Wirtschaft, auch wenn sie es jetzt erkennt, die Ausmaße, ob sie überhaupt bereit ist, in die Richtung zu gehen. Ja? Weil da zweifle ich eher dran, weil ich meine, wir machen uns eher mit diesen Euro-Bonds, Corona, was weiß ich, was man da jetzt für Dinge machen. Ich glaube, wir verstricken uns da noch mehr in diese Abhängigkeit. Also die Lehre, Tobias, wo ich dann immer so denke, ist immer so, wie soll ich sagen, man macht manchmal so dumme Dinge. Ich will irgendwann mal so ein Beispiel nennen. Ne? Meinetwegen, du läufst immer einen gefährlichen Weg runter, ne? Und irgendwann passiert es, was passieren muss, du knickst dir den Fuß um. Ja? So, und dann denkst du, oh, den Weg werde ich nie wieder herunterlaufen, ja, bis der Fuß nicht mehr wehtut. Und dann denkst du, auch einmal probiere ich es ja noch. Und genau das ist das, was ich hier befürchte, dass man daraus gar keine Lehre zieht, sondern weiter so und weiter so. Ja, das befürchte ich. Ich will sehen, dass dieser Shutdown, ich sag mal, das, was der Staat prinzipiell noch zu verantworten hat, ja, weil das sind eigentlich nur noch die Schule, ja, da kannst du das vielleicht machen, da kannst du abschließen und fangst du da an. Das ist dort vielleicht möglich, ja. Dann muss vielleicht jemand die Klasse wiederholen oder da reicht es am Stoff nicht, ja. Wie weitsichtig, ja, da vorgegangen wird. Wie gesagt, vielleicht interessiert es auch einfach niemand, vielleicht ist denen auch egal, ja, was das angeht. Ich meine, sie vernichten ja unser Vermögen, also für mich, ja, vernichten uns das. Wenn man sieht, was ich halt absolut, und da kriege ich absolut zu viel, ja, wenn ich heute wieder lese, ja, dass zum Beispiel der Staat, der hat noch nicht mal eine Studie in Auftrag gegeben, ja, die Infizierungswege ausfindig zu machen oder was weiß ich, also diese Maßnahme, dieses wirklich dahintersteige hinter dieser Krankheit. Was hängt denn da wirklich dran? Was ist denn da? Ja, da wird abgerade, dass die Leute obduziert werden. Ja, das sagt der Hamburger Gerichtsmediziner, sagt, wir obduzieren 100 Mann, ja, dann haben wir mal Kenntnis von irgendwas, dann wissen wir mal, wie weit denn dieses Virus tatsächlich so diese Möglichkeiten gibt, da wird abgeraten. Ja? Da musste ich ja schon wirklich fragen, ob das einfach inkompetent ist, ja? Oder ob da wirklich vorsätzlich probiert wird, irgendetwas, wie soll ich sagen, irgendetwas einfach so zu halten, wie du gesagt hast, weil das ist schon das Problem, was ein Wissenschaftler sagt, das glauben die Menschen. Ja? So, wenn du der richtige Wissenschaftler hast,
dann hast du natürlich... Kann man so viel rechtfertigen. Na gut, aber sagen wir mal so, wenn dieses Dokument als Verschlusssache des Innenministeriums, das jetzt eben nicht mehr geheim ist, jeder einlesen kann, dann erkennt man, warum das so ist. Aber hochinteressant, da gibt es ein zweites Dokument aus 2012, wo so eine Pandemie, wenn sie ausbricht, ja, die Vorgehensweise beschrieben ist, was dem grob entgegensteht. Ja, da müssen wir zwei Dinge voneinander trennen. Das eine ist quasi das gedankliche Durchexerzieren, was wäre, wenn eine Pandemie kommt. Da gibt es Empfehlungen, das ist auch ein Versagen von politischen Kreisen, weil das zumindest mal gedanklich durchgedacht wurde. Ob man diesem Gedanken jetzt folgt oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber letztendlich, das war das eine. Aber das hier, auf die Frage von dem, was du da gerade erwähnt hast, da ist es ja explizit drin beschrieben, man möchte eben nicht eine Versachlichung, weil man mit dieser Versachlichung ja im Prinzip den Angstmodus nicht hat, den man aber dringend braucht. Und selbst wenn ich das mit guten Absichten mache, ich muss die Leute Angst halten, damit ich eben was tun kann, weil ich den Leuten helfen möchte. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, ihnen das zu erklären, deswegen lasse ich sie in der Angst, damit ich was Gutes tue. Lassen wir es mal positiv so dastehen. Letztendlich ist es so, diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, sind jetzt einfach getroffen, die können wir nicht mehr aus der Welt schaffen. Aber mindestens jetzt wäre die Zeit, um das so schnell wie möglich zu versachlichen. Und es ist einfach bezeichnend, Professor Bhakti, das ist ein renommierter Wissenschaftler, der hat sich ziemlich am Anfang schon dazu geäußert und hat versucht, es zu versachlichen. Und wenn mein Informationsstand jetzt stimmt, dann sind seine Kanäle gesperrt, weil er, glaube ich, mehrere hunderttausend Zugriffe hatte, wenn jetzt sogar schon in den Millionenbereich gehend. Und das deckt sich jetzt wieder mit diesem Schrieb, dass man eben keine Versachlichung will, weil dann würden ja möglicherweise die Leute auf die Idee kommen und zu sagen, Moment mal, meine Grundrechte sind massiv beschnitten. Wir reden davon, dass wir in unserer Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, in allen Grundrechten, die wir angeblich so schätzen, über Nacht wurden die außer Kraft gesetzt. Und momentan erduldet das auch noch jeder. Natürlich, weil man glaubt, ja, das, was jetzt die Regierenden tun, das wird schon auf Hand und Fuß haben. Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Wenn wir die ganzen Politiker austauschen, in die Wüste schicken, weil sie sich ja nur noch auf Experten verlassen, dann können wir doch die Experten in die Regierung tun, da brauchen wir keine Politiker mehr, sparen wir uns auch Wahlen. Da wird sich aber kein Millimeter was verändern, weil wer sich da auskennt, der weiß, 5 Experten und 10 Meinungen. Also sind wir kein Millimeter weiter. So, also erwarte ich von Entscheidungsträgern in so einer Krise, möglicherweise gehen wir erstmal auf Nummer sicher, weil wir es nicht ganz genau wissen. Da muss man halt ehrlich zu den Leuten sein. Leute, wir können jetzt nicht anders. Wir gehen erstmal auf Nummer sicher. Wir müssen die Leute schützen. Koste es, was es wolle, auch unter Gesichtspunkten von ökonomischen Auswirkungen, weil Menschenleben wichtiger sind. Aber da muss man so schnell wie möglich versuchen zu überlegen, wie lange halten wir das aufrecht? Ist es gerechtfertigt? Und es mehren sich diese Stimmen, die sind von Anfang an schon da, die sagen, diese Art der Vorgehensweise ist eine völlig falsche Vorgehensweise. Und das liegt eben auch wahrscheinlich daran, dass politische Entscheidungsträger überhaupt gar keine Ahnung mehr haben, wie der einfache Mann lebt, wie die arbeitende Bevölkerung lebt und was für Auswirkungen solche Entscheidungen haben. Das sind eben keine theoretischen Bilder, die man mal von links nach rechts schieben kann. Das hat jetzt reale Auswirkungen. Und ich befürchte, bei der Regierungstruppe, wo wir haben, dass wenn die Probleme mal reale Probleme werden, und die werden kommen, sie möglicherweise untergehen mitsamt ihren ganzen Experten. Ja gut, das ist ja klar, die bringe ich ja nicht einmal fertig, ja, zu dokumentieren. Also wenn mir jemand erzählen will, ja, wir wissen nicht, wie viele Menschen wurde getestet. Ich behaupte jetzt mal, also soweit ich das einschätzen kann und unser Gesundheitssystem kennt und auch weiß, was ein Labor tut, ja, dass ein Labor jeden Test, den er ausgewertet hat, in Rechnung stellt. So. Allein aufgrund dessen muss ich nachvollziehen können, wie viele Tests insgesamt gemacht wurden. Weil wir haben ja keine Gesamtanzahl, wie viele Leute getestet wurden. Ja. So. Das macht ja das Labor nicht für umsonst. Die führen ja keinen für Test durch. Ja. So, also stellt die dann Rechnung dafür. Und das muss ja irgend, also wenn mir jemand erzählen will, das ist nicht nachvollziehbar, ja, dann ist ja da von Anfang an irgendwas schiefgelaufen, ja, weil wie viele Tests habe ich gemacht, ja, positiv, negativ, das sind 4 Striche gemacht, ja, dann habe ich da eine gewisse, da kann ich dann gewisse über, aber das haben wir nicht, es gibt kein Bild, das sich der Mensch verschaffen kann. Ganz im Gegenteil, wir werden hier mit Dingen überwürfelt, mit Zahlen, ja, ich für mich auch, wenn ich höre hier Hunderte oder Tausend Tote, ja, dann ist das für mich, als jemand, der sich null eigentlich damit mit dem Thema beschäftigt und nicht auskennt, ist das für mich sehr viel. Ja?
Wenn ich dann mal anfange, dahinter zu schauen und du siehst die Sterblichkeit, wir haben jeden Tag 2500 Menschen, die sterben in Deutschland im Schnitt und so weiter, dann relativiert sich das. Natürlich ist jeder, der stirbt, einer zu viel an so einer Krankheit. Ja? Aber nichtsdestotrotz steht es auf einmal immer andere Verhältnisse. Es ist, weil wir hier Dinge mit Zahlen überschüttet werden, die der Normalbürger, wir können das gar nicht einordnen. Natürlich wirst du da irgendwo panisch. Ja? Ja. Und ich glaube auch, dass das Problem ist, oder das Verhalten von den Leuten draußen rechtfertigt. Ja? Die werden angeschwärzt gegenseitig. Der Staat zahlt Geld, wenn sich mehr als drei Leute treffen und du rufst an. Oh, jetzt habe ich aber Angst, jetzt könnte man hier Probleme bekommen. Ja, ja, bei uns ist das noch nicht so arg. Ja? Es wird immer noch mehr eingeschränkt und noch mehr. Ja? Das hängt doch irgendwo alles mit zusammen und irgendeinen abschließenden Grund muss es haben, was da gemacht wird. Ja, Tobias, wir hatten das ja jetzt gerade in der gesamten Betrachtungsweise, der wir uns da unterwerfen. Wir haben jetzt als Gewerkschaft, könnte man sagen, in erster Linie mal die Arbeitnehmerinteressen im Blick und könnten uns da zufrieden zurücklehnen, weil Kurzarbeitergeld wird gezahlt auf unbestimmte Zeit. Und so könnten wir uns zurücklehnen und unsere Mitbewerber scheinen das offensichtlich auch zu tun. Und könnten sagen, gut, der Rest interessiert mich nicht. Wir haben aber tatsächlich auch einen wirtschaftspolitischen Anspruch und sehen als Hauptgefahr, dass wir in eine Zukunft marschieren, wo ein Millionenheer von Arbeitnehmern, Selbstständigen, Freiberuflern, Kleinstunternehmen in ihrer existenziellen Lage massiv bedroht sein werden. Und das aufgrund von Entscheidungen, die sicherlich jetzt nicht nur wegen dem hier dazu führen, aber das ist so dieser Auslöser, diese Wirtschaft quasi einfach mal anzuhalten. Wir sind als Gesellschaft auf das weder vorbereitet und als Wirtschaftsnation auch nicht. Das wird uns massiv beschäftigen und das treibt uns auch um. Und da sehen wir uns auch als verantwortlich dafür, dass politische Entscheidungsträger auch mal eine Stimme hören außerhalb ihrer eigenen Blase. Und da zähle ich ganz insbesondere die Printmedien, das Establishment, aber auch die DGB-Gewerkschaften, die in ihrem neoliberalen, internationalistischen, globalistischen Weltbild völlig verkannt haben, dass Volkswirtschaft Verantwortung heißt in einem Raum. Und wir sehen uns als Gewerkschaft natürlich jetzt für alle Beschäftigte, für alle Bürger dieses Landes verpflichtet. Und deswegen ist es nicht damit getan zu sagen, okay, die Arbeitnehmer kriegen doch jetzt Kurzarbeitergeld. Was wollen die denn eigentlich? So, der nächste Aspekt ist die sozialpolitische Komponente. Wir haben jetzt schon mit Altersarmut zu kämpfen. Das wird nach dieser Krise sicherlich nicht einfacher werden. Wenn man jetzt sieht, dankenswerterweise, dass die Pflegekräfte dringend gebraucht werden, das ist überhaupt gar keine neue Erkenntnis. Wer sehen wollte, konnte das vorher schon sehen. Bloß das wurde halt nicht gehört. Und das ist nur stellvertretend für viele ganz andere, für andere Berufe, die da zu nennen wären. Und das vierte, und das wäre für mich jetzt auch noch ein Thema, wo ich gerne ein bisschen beleuchten würde, sind im Windschatten dieser alternativlosen Entscheidung, wie es dargestellt wird, massive Grundrechtseingriffe, wie wir es vorher schon benannt haben. Und was mich persönlich sehr freut, es regt sich Widerstand, will man sagen. Es regt sich was in dieser Republik nach der anfänglichen Schockstarre. Und wir haben das ja auch gemacht, dass wir da erstmal sagen, Leute, wenn jemand Angst hat, nehmen wir da Rücksicht. Das ist eben, vor Angst braucht sich jetzt keiner rechtfertigen. Aber im Windschatten dieser Angst der Leute ist es einfach nicht redlich, wenn man massive Grundrechtsverletzungen über die Hintertüre einführt. Und ich bin da sehr dankbar, dass eine Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht aus Heidelberg, eine Klage eingereicht hat. Das nennt sich Normenkontrollklage gegen die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württembergs. Nach ihrer Auffassung sind die Maßnahmen des Bundes und der Bundes- und Landesregierung eklatant verfassungswidrig und verletzen in bisher nie gekannten Ausmaß eine Vielzahl von Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Dies gelte für alle Corona-Verordnungen der 16 Bundesländer. Insbesondere seien diese Maßnahmen nicht durch das Infektionsschutzgesetz gerechtfertigt, welches erst vor wenigen Tagen in Windeseile überarbeitet worden ist. Blablabla. So,
Genau, die Leute. Das ist sehr erfreulich. Ich meine, das ist jetzt keine Unbekannte. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, haben sich Tausende von Leuten gemeldet und sich dankbar gezeigt. Das sind ja die Leute, die daheim sind. Es kann kein Protest organisiert werden. Wir haben das jetzt in Berlin gesehen. Da haben sich ein paar getraut, auf die Straße zu gehen, mussten mit Repressalien sich konfrontiert sehen, die sie so wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Ja, natürlich sind die Leute auch eingeschüchtert. Sie ahnen, dass irgendwas in diesem Land aus dem Ruder läuft. Und wir können uns da in die Augen schauen. Ich glaube da nicht dran, dass mit solchen Maßnahmen, wenn die dann beendet sind, dass alles wieder zurückgedreht wird. Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, wir müssen uns auch mit der Sache auseinandersetzen, dass es nicht damit getan ist, dass hier Kurzarbeitergeld gezahlt wird, sondern wir marschieren mit strammen Schritten hin zu einer, ja, ich will fast schon sagen, diktatorischen Vorgabe. Es wird immer totalitärer, der Meinungskorridor wird enger, die Maßnahmen werden brutaler. Haben wir noch vor mehreren Monaten über China gelacht, die eine ganze Stadt abgeriegelt haben. So arg weit weg sind wir da nicht mehr. Nee. Ich denke, wir gehen in strammen Schritten hier auf was, ja, was wir uns nicht vorstellen können, zu. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt ist primär unsere Rolle dabei ist ja dann tatsächlich der gewerkschaftliche Part, den wir dabei einnehmen sollten. Und natürlich, ich wundere mich eigentlich darüber, dass genau das, was hier Einzelpersonen machen, dass da von den Gewerkschaften nichts kommt. Ja? Da wundere ich mich immer drüber. Die sind so verdammt ruhig geworden. Ja? Ich meine, ich nenne sie ja schon immer Systemgewerkschaften. Die pfeifen ja sowieso immer das Lied, das ihnen mit viel Melodie vorgesungen wird, ja, das begleiten die ja schon immer. Und wie gesagt, natürlich sind Grundrechte, also wir vertreten hier das Betriebsverfassungsgesetz. Und da stehen auch Dinge drin. Da sind auch Dinge drin, wo ich einfach mal sage, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und. Das ist alles unser Ressort. Und das lassen wir uns einfach so aus der Hand nehmen. Ja, jetzt. Da redest du als Betriebsrat. Das ist alles sicherlich richtig, aber ich gehe einen Schritt weiter. Wir sind Bürger dieses Landes. So, und diese Maßnahmen, die da kommen, ich habe es erwähnt, hat massive soziale Auswirkungen. Es verändert die Gesellschaft auf ein Maß, was wir alle uns noch nicht so richtig vorstellen können, aber mir dünkt es, dass es schlimmer wird. So, und ich sehe das auch nicht ein, dass sich der Bürger und auch Organisationen wie Gewerkschaften, wie Sozialverbände, sich das alles gefallen lassen, wenn Grundrechte massiv vorgeschoben werden. Wir können doch mal auf Deutsch reden. Natürlich hat ein totalitäres System immer einen guten Grund, warum diese Maßnahmen ergriffen werden müssen. Natürlich wird das immer so vermarktet, dass der Blauäugige am Anfang erstmal glaubt, naja, das muss ja alles sein. Und es wird immer Einzelne brauchen, die darauf hinweisen, dass man hinter den Vorhang der Kulisse schaut und sagt, Leute, wollen wir in so einer Gesellschaft leben? Wollen wir das? So, und möglicherweise, ich habe das schon mal gesagt, wird der Michel, wenn er so weiterschläft, in einer Diktatur aufwachsen. Zumindest in den Auswüchsen, wie wir es ja gerade erleben. Und da sehe ich unsere Verantwortung natürlich schon auch als gesellschaftspolitische Verankerung. Wir leben in diesem Land. Wir wollen weiterhin in diesem Land, dass unsere Kinder auch eine Zukunft haben. Das wollte wohl jedes Elternteil. So, und das geht alles so, über Nacht geht es alles vor die Hunde. Weißt du, was ich hier noch sehe, Entschuldigung, Tobias, kannst du sofort. Was ich hier noch sehe, ich meine, die Gewerkschaft wird ihren Part, also die Einheitsgewerkschaft wird ihren Part schon wieder finden. Und zwar spätestens nach dem Shutdown sind das nämlich diejenigen, die den Part wieder übernehmen werden. Wie sage ich es meinem Kind? Das wird dann wieder auf Löhne gehen, Arbeitszeit gehen und so weiter und so fort. Und die übernehmen ja immer bekanntlicherweise, das kennen wir ja schon alle, wir sind alle lang genug dabei, die werden wieder den Part übernehmen. Na ja, wir müssen jetzt alle mal ein bisschen den Gürtel wieder enger schnallen. Ihr wisst ja, warum das so ist. Ja. Und die werden wieder den Erklärbären nehmen. Ja, der macht den Erklärbär, warum das so ist. Den Part werden die wieder kommen. Die sind im Moment ganz tief abgetaucht, aber die sind, nachdem alles vorbei ist, wieder ganz oben und vorne dran. Ja. So kennen wir sie, das erwarte ich. Und deswegen bin ich immer noch der Meinung, genau das ist der Punkt. Deswegen muss es Alternativen zu dieser Gewerkschaft geben. Und diesen Part erfüllen wir. Hoffe ich zumindest, dass wir das tun. Ja, das ist unser festes Vorhaben. Also wie dreist diese Eingriffe sind, ja, das zeigt sich ja daran, du hast das Anspruch auf Pflegekräfte. Das ist das beste Beispiel. Die ganze Republik hat die Pflegekräfte. Jetzt wird es hochgelegt, jetzt wird geklatscht und wird getan und wird gemacht. Ja. Also eine Sparte, die privatisiert, kaputt gespart wurde, ja, die wirklich, also das, was die tagtäglich, nicht nur in der Corona-Krise, jetzt
merkt man das erst mal wieder. Oder, mhm. Ja, es ist aber zu befürchten, ja, dass 4 Monate, nachdem das ganze Ding vorbei ist, ja, die genau wieder da landen, wo sie sind. Ja. Aber diese Leute, wo sich jetzt tatsächlich den Arsch aufreißen, ja, muss man mal wirklich so mhm. sagen, da ist man so dreist und geht hin und wagt den Schritt zu sagen, wir lassen jetzt ein Gesetz, dass wir die Leute zwingen können zu arbeiten und dass wir medizinisches Material beschlagnahmen können. Die Leute, wo jetzt alles am, wie dreist, ja, wir gehen hier in eine Zwangsarbeit, was hier beschlossen wird. Ja, das ist die Möglichkeit zur Zwangsarbeit, was hier beschlossen wird. Das muss man einfach ganz klipp und klar mal sagen. Genau in der Sparte. Ja, und da rührt sich niemand und nichts. Ja, also leid es mir tut. Das ist ja also... Also das geht dreist, da geht es nicht mehr. Ja? Also den ja, kannst du ja nicht mehr nachstreiten. Im das Prinzip ein weiteres Beispiel für das, was wir beschrieben haben gerade. Über die Hintertüre wurden Sachen durchgesetzt, wobei bei Lichte betrachtet und bei normalen Abläufen niemals durchgehen würden. Da würde sich Protest regen, zu Recht Protest regen. Das ist jetzt alles vorbei. So, und ja, wir haben es bewertet. Ich sehe das. Wir erleben ja nicht nur hier Dinge, die in einer Absolution dargestellt werden, als alternativlos dargestellt werden. Das sind Felder, das hat sich in meinem politischen Betrachtungshorizont massiv beschleunigt. Man kommt dem Thema ja gar nicht hinterher. Und das ist eine Entwicklung, die dringend aufhören muss. Und ich bin da auch guter Dinge. Die Menschen in Deutschland, und wir kriegen das ja auch mit, die Arbeitnehmer, insbesondere die Arbeitnehmer, die schon längst begriffen haben, es stimmt hier was Grundsätzliches nicht. Bleiben wir bei dem Thema Pflege. Die Privatisierung dieses Bereiches, das Gesundheitswesen, das im Prinzip auch durchökonomisiert wurde. Also Krankenhäuser sind quasi heute verpflichtet, Gewinne zu erwirtschaften, wenn man es hart ausdrücken möchte. Dieser Irrsinn, den letzten Zipfel des Lebens unter ökonomischen Gesichtspunkten zu betrachten, das führt absolut ins Verderben. Und die ganzen Propheten der Liberalisierung müssen jetzt gestellt werden. Und da muss man mal ganz ehrlich sein, da ist der DGB an der vordersten Front dabei gewesen, die in der Globalisierung getarnt mit der internationalen Solidarisierung das große Heil gesehen haben, die jeden, der gesagt hat, wir müssen mal ein bisschen in Regionalität denken, sofort mit Rechtspopulismus gleichgesetzt haben und mit der üblichen Methodik alles, was nicht dem eigenen politischen Weltbild entspricht, quasi diffamieren. So, aber der Bereich unter Arbeitnehmern, speziell unter Arbeitnehmern, der wächst, der erkennt, hier stimmt was Grundsätzliches nicht. So, und das sind alle gesellschaftlichen Kreise außerhalb dieser Blase natürlich aufgefordert zu erkennen, es gibt keine Schublade mehr Arbeitnehmer, Selbstständiger, rechts oder links. Wir sind Bürger dieses Landes und wir müssen zusehen, wie Regierungsverantwortliche mit diesem Land umgehen. Wie Systemgewerkschaften, hast du es genannt, wie die über Jahrzehnte Prozesse beflügelt haben, die uns heute vor die Füße fallen. Und ich habe ganz am Anfang dieser Sendung, dieser Aufzeichnung gesagt, wir müssen außerhalb von der Bewertung auch Schritte nach vorne machen. Und diese Schritte nach vorne können nur sein, wir haben das bei der Elektromobilität schon gesagt, die ökonomisch und ökologisch ein absoluter Schwachsinn ist. So, ein Wirtschaftssystem, das in sich immer nur funktioniert, wenn noch mehr Wachstum und noch mehr Wachstum produziert wird, ist ein ganz unnatürlicher Prozess. Wie man das mit Umweltschutz in Einklang bringen möchte, getarnt, ja, das wird das Rätsel dieser politischen Kreise auf ewig bleiben. So, und da müssen wir Ross und Reiter beim Namen benennen. Da müssen wir auch sagen, der Verursacher dieser Probleme kann nicht gleichzeitig die Lösung liefern. Und da sind wir gefordert, da ist aber auch die Bevölkerung gefordert, da ist jeder einzelne Bürger gefordert, dass man aktiv wird, dass man sich auch kundig macht, dass man sich auch engagiert und wieder einbringt und diesen Leuten, die über Jahrzehnte immer für sich in Anspruch genommen haben, dass sie die Wahrheit gepachtet haben, zumindest mal nicht mehr blind vertraut. Und das ist für mich so ein Ansatz, mit dieser Klage und mit dieser Resonanz von den Leuten, dass möglicherweise jetzt auch ein Bewusstseinswechsel stattfindet, der uns dorthin führt, das Leben
eben nicht nur unter Gewinnmargen und Ökonomisierung zu sehen, sondern dass eine Gemeinschaft, ist ja ein Treppen mit der Geschichte, vielleicht als kleiner Einwurf, dass gerade die globale Konzerne, die alles dran gesetzt haben, dass nationalstaatliche Reglementierungen aufgelöst werden, dass gerade die jetzt nach dem Staat rufen und Fördergelder in Anspruch nehmen, beziehungsweise so tun, als würden sie es nicht in Anspruch nehmen, aber Kurzarbeitergeld für ihre Arbeitnehmer ist eine staatliche Förderung. So, aber diese staatliche Förderung ist ja nicht irgendjemand Anonymes, sondern das sind wir. Das sind die, die in dieses System einzahlen, wo dann andere von profitieren. Da gibt es ja diesen Spruch, Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert. Genau, das trifft hier wieder absolut zu. Und ich habe es vorher gesagt, und da bin ich überzeugt davon, wir müssen auch das laut erheben, dass Unternehmen, die als Aktiengesellschaft per se keine Verantwortung für eine Gesellschaft übernehmen, natürlich in Hochglanzbroschüren und in Werbeclips wird es natürlich genauso erzählt, aber der Vorstandsvorsitzende einer Aktiengesellschaft ist den Aktionären verpflichtet und schon niemand. Das würde er vielleicht nicht so deutlich sagen, aber das ist die Realität, in der wir leben. Und es wird immer darum gehen, billiger, billiger, billiger. Und wenn der Zulieferer nicht mehr kann, dann kommt halt der nächste Zulieferer. Die müssen halt diese Preise, die man als Diktat vorgibt, erfüllen, sonst verschütten sie vom Markt. Diese Art von Wirtschaftspolitik wird sich aus Unternehmenskreisen oder wie die Liberalen immer sagen, das regelt der Markt, niemals regeln können. Natürlich müssen dort staatliche Einflussnahmen, staatliche Reglementierung, staatliche Einflussgrößen greifen können. Und das setzt aber voraus, dass in einer Gesamtbetrachtung die politischen Entscheidungsträger und die gesellschaftlich relevanten Gruppen sich auch einig sind. Eine Solidargemeinschaft kann immer nur in einem geschlossenen Raum funktionieren, was man früher mal Staat genannt hat. Wenn die Europäische Union mal so eine Gemeinschaft werden sollte, dann wäre es zu begrüßen. Wir sind aber Galaxien davon entfernt. So, und das gehört alles zu einer nüchternen Betrachtung dazu. Und das hat nichts mit politischen Einstufungen in irgendwelche Himmelsrichtungen zu tun. Das ist der nackte Realismus, der hier wieder Einzug erhalten muss. Und ich bleibe dabei, am Ende müssen die Leute auch begreifen und sich an die eigene Nase fassen, wenn ich mich jahrelang an der Nase rumführen lasse, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich nach einem Kuhstall aufwache. So, ja, platt ausgedrückt. Weg von dem betreuten Denken, einfach mal selber der Kopf einschalten. Für manche Dinge, die man sieht, brauchen wir nicht studiert haben. Yep. Ja, das kann ich selber zusammenzählen. Mein Horizont, so weit reicht mein Horizont noch, damit ich gewisse Dinge einschätzen kann. Und da vertraue ich mir dann auch, weil oftmals war man doch sehr richtig. Ja? Ja. Und das müssen die Leute einfach wieder lernen. Nicht immer alles nachzureden oder alles zu glauben, was ihnen serviert wird, ja? Sondern einfach das erkennen und dann den Mut auch aufbringen, das zu sagen und dafür gerade zu stehen. Das steckt in jedem, aber das schlummert. Ja. Das ist so bequem, wenn man das Denken weggenommen bekommt und ein anderer macht das. Ja. Ich hoffe, dass sich das ändert. Das ist unsere einzige Hoffnung, wo wir haben. Ne? Ich sehe es mal so, ich glaube, die Realität, die wird so grausam und hart sein, dass mehr oder weniger die Leute gezwungen werden, den Fakten ins Auge zu sehen.